Moin Moin Leute, was geht ab? Ich heiße euch alle herzlich willkommen an diesem wunderschönen Morgen. Mittlerweile ist es wieder Mittag zu einem OPTC-Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe lange, lange gewartet, bis ich endlich mal OPTC-Content auf meinem Kanal gebracht habe. Ja, wie ihr seht, Leute, es ist Sugefest-Alarm. Es ist ein neues Sugefest da mit Version 2 Rob Lucci. Meine OPTC-Quelle des Vertrauens, Greystone, hat mir gesagt, das ist ein gutes Sugefest. Ich habe sehr, sehr lange gespart. Wie ihr seht, ich habe 162 Rainbow Gems. Ja, wir können hier drei Multis machen, ja. Meine OPTC-Quelle des Vertrauens, Greystone, hat mir gesagt, ey, yo, JKD, pass auf. Das ist ein gutes Sugefest. Ersten zwei Multis sind Gold Only und im dritten Multi hat man ein Double Rate-Up auf die geboosteten Charaktere. Und zwar sind das Rob Lucci, Akainu und Blackbeard. Die meisten von euch werden schon wissen, die sich mit OPTC auskennen. Akainu und Blackbeard sind mit die Top Legends mit Timeskip Luffy. Ja, Greystone macht auch YouTube. Ich würde mich freuen, wenn ihr Greystones Kanal mal auscheckt. Ich packe euch ihn später in die Beschreibung. Er macht OPTC Content, wie man verschiedene Forest und Events klärt. Ja, ist sehr, sehr cool. Leider spricht er nicht in seinen Videos, aber trotzdem an die, die sich mit High-End OPTC Content auskennen oder sich dafür interessieren, checkt definitiv mal seinen Kanal aus. Wir springen in die Taverne und werden jetzt pullen. Ja, ich will Legends sehen. Ich habe sehr, sehr lange gespart. Wir sehen hier die ganzen Gems, die sind nicht gekauft, die sind alle hart erarbeitet. Ich habe lange gewartet, deshalb springen wir ins erste Multisummon. Bin ziemlich, ziemlich hype. Die, die es nicht wissen, wir wollen die roten Poster sehen. Okay, leider kein rotes Poster. Ich weiß leider nicht, welche 5 Stars gut sind und welche nicht. An die, die es nicht wissen, ich spiele OPTC seit Quick Lore, seit der Quick Lore global draußen ist, habe ich gerollt auf Timeskip Luffy. Ja, ich habe einen Timeskip Luffy Account. Erstes Multi, kein Red Poster gesehen, leider. Das ist auch kein Red. Gehen wir jetzt in den nächsten Multipool. Red, wir haben ein Red Poster. Okay, schön, schön, schön. Wir haben eine Legend. Wir haben eine Legend. Also das Ding ist, es ist jede Legend für mich gut jetzt. Okay, außer die alte Boa, die ist vielleicht nicht gut. Aber ansonsten, ich habe keine Legends. Ich werde mich sogar über einen Dupe Timeskip Luffy freuen, weil dann kann ich ein G4-Team machen. Ich glaube, jetzt müsste das Red Poster kommen. Ne, wahrscheinlich danach. Okay, Sabo. Sabo ist gut für Free Spirit Teams, glaube ich. Ja, das ist dieser Sabo. Der soll ziemlich, ziemlich gut sein für Free Spirit Teams. Nice. Darüber freue ich mich schon mal, dass ich eine Legend bekommen habe. Cool, ich mag das Artwork von der. Von der Vivi. Wirklich sehr, sehr schönes Artwork. Scheinbar ist es nicht so wie in Dokkan, dass man einfach durchpullen kann, obwohl die Box voll ist. Deshalb verkaufen wir hier mal, wenn ich überhaupt was zum Verkaufen habe. Oh ja, hier sowas ganz. Wir
Ihr könnt ja auch gleich meine Box sehen. Ich habe jetzt wirklich nichts Besonderes drin. Also ansonsten, ich bin immer offen für irgendwelche Tipps, weil ich kenne mich in OPTC kaum aus. Unsere Box ist wieder leer, wir können weiter sammeln, deshalb auf geht's, Leute. Das ist der letzte Multi für dieses Video. So, let's go, letzter Multi. Und wir haben die USA Run Musik. Legend, nice, noch eine Legend, noch eine Legend. Zwei Legends. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich glaube, der soll gut sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Warte, welcher Lore ist das? Welcher Lore ist das? Das ist der Free Spirit Lore. Der soll auch richtig krass sein für Free Spirit Teams, wurde mir gesagt. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, ziemlich gute Legends bekommen für mein Timeskip Ruffy Team. Dann gehen wir am Ende noch den Lissop. Ja, Leute, das war's mit meinem OPTC Summoning Video auf das neue Sugufest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch entertainen. Ich weiß leider nicht, ob meine Summonings gut waren oder nicht, aber ich habe drei Legends bekommen und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Legends, weil ich weiß, dass der Sabo und der Lore sehr, sehr krass sein sollen für Free Spirit Teams. Deshalb, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, schaut am Ende nochmal bei Greystone vorbei. Seinen Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das war's von mir, Leute. Ich bin Jackie Lee. Bye, guys.